So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Heute eine spezielle Sonderfolge. Wir haben heute den 25. Juni, Sonntag. Am Dienstag dieser Woche kam ein neues Update raus und eine neue Map für dieses Spiel. Und zwar Australien. Ich weiß jetzt nicht, wie die Karte genau heißt, aber es ist auf jeden Fall in Australien. Es hat sich ein bisschen was verändert in dem Spiel. Neue Map. Wir schauen heute rein. Ich bin sehr gespannt. Leider schaffe ich es erst heute aufzunehmen dafür. Ich hatte ein bisschen Stress diese Woche. Aber nichtsdestotrotz, ich habe Bock. Ich hoffe, ihr habt Bock. Vergesst das Abo nicht. Vergesst das Like nicht. Vergesst den Kommentar nicht. Und damit, let's go. Ich hatte Mitte der Woche schon mal reingeguckt auf die Map-Cords. Also ich habe ja auch den Außenposten hier erstmal freigeschaltet. Ansonsten war ich hier noch nicht unterwegs. Ich habe noch nichts geschossen. Das Einzige, ich habe schon ein paar Tiere gesehen, war aber ein bisschen verwundert. Entweder war es ein Bug oder das Spiel hat sich von allein irgendwie verstellt. Ich habe keine Umrisse mehr um die Tiere gesehen, wenn ich die entdeckt habe. Müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt bisher noch nichts entdeckt. Wenn ich was sehen sollte, ob dieser Bug noch da ist oder ob ich was verstellen muss. Aber bis jetzt ist hier noch nichts los. Wir haben übrigens 8.33 Uhr jetzt gerade auf der Map und ich zeige euch mal ganz kurz das Setup, mit dem ich heute jagen bin. Also es ist mein ganz normales Standard-Setup, was ich sonst auch immer verwende. Ich habe für Klasse 7 bis 9 habe ich die 300er Magnum dabei. Natürlich immer alles mit Durchschlagsmunition, also jetzt hier nicht, ich habe keine Waffe dabei, wo ich irgendwie mit Aufpitzung arbeite oder so. Für die Klasse 4 bis 8 habe ich die Stalker dabei, die 308 Stalker. Das ist eine sehr, sehr gute Waffe. Vor allem meine Lieblingswaffe, wenn es um Weißwedelhirsche geht. Weil das ist wirklich die krasseste oder die beste Waffe für Weißwedel, finde ich. Für Klasse 2 bis 6 habe ich die Ranger dabei. Also, was heißt so 6? Also, ich glaube so Klasse 2 und 3. Das ist so, sind so die Klassen, mit der ich, wo ich die Ranger rauspacke. Weil ab Klasse 4 kann ich ja schon wieder die Stalker nehmen. Die Ranger, sehr, sehr gute Waffe. Finde ich für diese zwei Klassen, 2 bis 3, top. Bleibt auch meistens immer alles sofort liegen. Die 22 LR Predator ist nur für Klasse 1 da. Ich weiß nicht, inwiefern. Ich habe mich überhaupt gar nicht beschäftigt. Ich gehe heute hier blind rein. Ich weiß gar nicht, was es auf der Map alles auf Klasse 1 gibt. Ich denke mal, ein paar Vögel werden es sein. Und, oh, Entschuldigung. Schulz. Vielleicht der ein oder andere Hase oder so. Aber wir schauen uns das heute an, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Bock, ein Känguru zu schießen. Das muss heute drin sein. Also wenn man jetzt so eine Weile Way of the Hunter gespielt hat und jetzt wieder in Call of the Wild reingeht, merkt man schon den Grafikunterschied. Also gerade so, wenn man jetzt hier so rein zoomt mit dem Fernglas und so, da hinten wird es schon ganz schön matschig. Das ist in Way of the Hunter ein bisschen anders. Ein Heißluftballon. Ja, nice. Das sind so kleine Easter Eggs, finde ich gut. Ist auch wirklich nichts unterwegs. Ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier gleich von einem Krokodil angegriffen werde. Gibt es ja auch auf dieser Map. Crocodiles. Aber wie die Map bis jetzt so auf mich wirkt, ist es schon mal sehr, sehr gut. Also viele Freiflächen ist auf jeden Fall nicht. Also keine der schweren Maps, würde ich jetzt mal behaupten, obwohl ich hier nur 5 Meter gegangen bin. Würde ich schon sagen, dass es eine der einfacheren Maps wird. Es kommt natürlich auch stark auf die Tierdichte an. Und bis jetzt, muss ich sagen, ist hier erstmal nichts zu sehen. Da haben wir einen Rotfuchs. Aber wird mir wieder nicht der Umriss angezeigt. Das ist komisch. Also ich bin natürlich froh, dass ich mal was sehe. Deswegen gehen wir da jetzt auch ran. Der ist auf jeden Fall schön rot, der rote Fuchs. Darauf hat er reagiert, beziehungsweise er ist liegen geblieben. Gucken wir mal, ich habe ein bisschen über die Wirbelsäule gezielt, dass ich doch noch die Lunge getroffen habe, dass wir jetzt doch noch verwertbar geschossen haben. Ich hoffe es.
Aber mir werden keine Umrisse angezeigt, das ist ja doof. Vielleicht muss ich da gleich nochmal durch die Einstellungen. Also vom Schussbild her sieht es okay aus. Wir haben ihn auf jeden Fall auch verwertbar geschossen, ja, sage ich ja. Also ich habe an der Wirbelsäule so ein bisschen probiert vorbeizuschießen und habe tatsächlich noch beide Lungen getroffen. Schön. Silberner Rotfuchs. Der kommt, wie gesagt, wieder in den Discord, falls ihr euch die Abschüsse meiner Videos oder Streams nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord-Kanal ist in der Videobeschreibung. Und da gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Hier ist noch ein Fuchs. Oh, 8 mythisch, der ist nicht schlecht. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren. Hier ist noch ein Mädel. Ey, dass ich keine Umrisse habe, das ist doch... Das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Also ich nehme mir gleich den Aussichtspunkt und dann gucke ich nochmal in die Einstellung rein. Eventuell war das ein bisschen weit vorn. Müssen wir uns angucken. Obwohl näher liegt. Obwohl, das kann bei Fuchs alles heißen, ne? Kann auch sein, dass ich jetzt die Wirbelsäule getroffen habe und das kein verwertbarer Schuss war. Hier ist er. Aber es sieht gut aus. So, Gold. Schön. Doch. Sehr gut getroffen. Dunkelrot. Doch, Doppellunge. Schön. Top. Schöner goldener Fuchs. Ich habe zwar noch kein Känguru gesehen, aber... Oh, doch. Mythisches Känguru. Da sind sie, die ersten Kängurus. Geilomat. Ah, jetzt. Okay. Also ich zeige euch mal kurz, was ich gemacht habe in den Einstellungen. Ich bin auf Benutzeroberfläche und hatte hier bei Tipps alle Tierhinweise ausblenden ein. Das ist natürlich Quatsch. Warte mal, die sind Stufe 4, ne? War denn jetzt der mythische? Ja. %, ich glaube, den habe ich nicht gut getroffen. Na gut, da liegt er jetzt, ne? Müssen wir uns gleich mal angucken, nachdem ich den Außenposten hier eingenommen habe. Den Aussichtspunkt. Aggressiv! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hatte Bock auf mich. Der wollte mich. So, hinten in die Därme reingetroffen. Schade. Das war das aggressive Männchen 7 schwer. Also es wäre maximal Silber gewesen. Okay. So, den habe ich leider auch nicht. Den habe ich auch hinten in den Sack getroffen. Schade. Wäre auch nur Silber gewesen. Ach, Mist. Okay. Schieß mal auf die Ziege. So, hier liegt die erste Ziege, die ich geschossen habe. Silberner Bock, schön. Rein in die Lunge, top. Auch richtige Munition verwendet, sehr gut. Habe ich mit der Ranger drauf geschossen. Da ist er. Mal sehen. Ja, sehr gut. Den haben wir jetzt gut getroffen. So, da ist der Bock. Oh, sehr schön. Gold tatsächlich. 4 leicht. Schön Doppellunge. Schöner goldener Bock. Ach da. Auch 4er leicht.
Okay, okay, okay. Der ist schön braun. Ach, da liegt mein Bock. Sehr schön. Der ist nur Silber. Schade. Wenn euch das Video bis jetzt hier schon gefallen hat, vergesst das Abo nicht, den Like und auch das Video zu kommentieren. Vielen Dank. Wir haben einen Warnruf von einem Känguru. Da gehen wir doch mal nach, oder? Ja, da vorne liegt er. Chillt sich. Siebenmal schwer. Aber du bist auch wirklich... Bist du hier alleine? Da ist noch einer. Aber bevor du jetzt aufstehst... und mir wegläufst, kriegst du jetzt eine Kugel von mir. Ey, wenn der nicht saß, dann weiß ich auch nicht. Na, da liegt er. Sehr gut. Das ist das Fuchsweibchen, was ich vorhin gefunden habe. Ja, sehr gut. Sehr schön. Da ist er. Mein erster richtiger Schuss auf den Känguru. Silber. Oh, Lunge ganz knapp angekratzt. Okay, das hat sich irgendwie nicht so angefühlt, als ich den geschossen habe. Grau. Aber er hat schon Muskeln. Er steht schon da wie ein Türsteher. Schön. Gibt's hier keine Crocodiles? Ist ein bisschen schade, ne? Ich hätte gerne mal so ein Crocodile geschossen. Der Ember bestimmt heute auch noch. Aber jetzt hier erstmal sehe ich keins. Oh, oh, Fünfer Mitte. Scheiße. Der ist entkommen. Auf den müssen wir warten, dass der wiederkommt. Der könnte Dia sein. Schaut euch diese Wildziege an. Guckt doch mal, was der für Hörner hat. Krass. Krasses Gerät. Ich hoffe, er bringt eine gute Wertung. Ich hoffe, er wird Dia. Ich hoffe es einfach. So, er steht wunderschön. Und... Schuss! Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Yay. Den sammeln wir mal ein. Top. Ah, wunderschönes Tier. Da ist er. Ja, das erste Mal Australien und gleich ein Dia für die Sammlung. Den hatte ich noch nicht. Krass. Sehr schön. Sehr, sehr schönes Tier. Wunderschön. Krass. Sehr nice. Freut mich. Und ich würde sagen, damit mit diesem wunderschönen Diamant hier, war es auch schon wieder mit dieser Folge The Hunter Core of the Wild. Ich bin ein bisschen durch Australien spazieren gegangen. Wir haben ein paar Sachen entdeckt. Paar Tiere geschossen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Kängurus, geil. Wildziegen-Dia mitgenommen. Mega geil. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Vergesst das Abo nicht. Vergesst den Like nicht. Und vergesst nicht zu kommentieren. Und ich wünsche euch eine schöne Restwoche oder Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.